Holgers Gaming Blog. Hallo und willkommen zurück hier auf Holgers Gaming Blog zu einem neuen Indie-Review. Diesmal stelle ich euch Mutazione vor, oder Mutazione. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Man findet auch nicht irgendwo eine wirkliche, richtige Aussprache. Mutazione ist von Die Gute Fabrik, einem kleinen dänischen Studio. Gepublished wurde das Ganze von Akupara Games und ist am 19. September letzten Jahres erschienen. Das Spiel ist verfügbar für PC, dort bei Steam oder bei GOG oder auch bei Epic im Store. Oder auf Mac. Dort gibt es das Ganze auch in Apple Arcade, dem Abo-Service von Apple. Und so auch auf iOS und auch für Linux ist es auch verfügbar. Und auf der PlayStation 4 und der Xbox ebenfalls. Ich würde nicht ausschließen, dass in Zukunft auch eine Version für die Switch rauskommt. Kosten tut das Ganze 17,99 und ja, worum geht's? Es wird von den Entwicklern bezeichnet als Mutanten-Seifenoper, scherzhaft. Wer meinen Teaser gesehen hat, der, ja, da habe ich ja schon einen groben Überblick gegeben. Ich werde anders als bei A Short Hike hier nicht direkt am Anfang reingehen, weil das Spiel viele Texte, viele Gespräche beinhaltet und der Anfang sich ein bisschen zieht. Ich glaube, das würde zu weit führen. Deswegen zeige ich euch einfach meinen Spielstand. Das reicht allerdings auch, um, glaube ich, einen guten Überblick über das Spiel zu kriegen. Wie wir sehen, befinde ich mich aktuell im Kapitel 3, die Wildnis. Und zwar am Mittag. Ja, und hier sehen wir schon was ganz Besonderes. Was ist das Besonderes? Genau. Erstmal zum großen Aufbau. Ja, wir sind Kai, eine junge Dame, die hier auf der namensgebenden Insel Mutazione ihren Großvater Nono besucht. Dies tut sie zum ersten Mal, da der Vater mit Kais Mutter, also mit seiner Tochter, irgendwann gebrochen hat und ja, die seitdem keinen Kontakt mehr gepflegt hat. Jetzt liegt der Vater halt im Sterben am Anfang und deswegen macht Kai sich in irgendwelchen Ferien, die sie hat, die werden nicht näher benannt, auf zu ihrem Großvater, auf Mutazione, wie gesagt. Und ja, diese Insel hat was Besonderes an sich, denn vor 30 Jahren ist hier ein Meteor runtergeknallt und hat viele Menschenleben gekostet und aber auch das komplette Ökosystem, also Fauna und Flora, mutieren lassen. Das gleiche gilt für die restlichen Bewohner, die noch hier überlebt haben. Dadurch hat sich das Festland von der Insel entfernt und die Insel wird zum größten Teil von Außenweltlern inzwischen vermieden. Die Mutanten sind aber jetzt wirklich keine furchterregenden Wesen, wie man sich das irgendwie vorstellen könnte, sondern haben im Gegenteil sich hier eine sehr schöne Kommune aufgebaut, in der jedem hilft und ja, eine nette kleine Gemeinschaft entstanden ist. Nono, der Großvater von Kai, hat in dieser Gemeinschaft das Amt des Schamanen inne. Und ja, was das damit auf sich hat, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das Spiel gestaltet sich folgendermaßen: Wir kommen Montagmittag an oder Sonntagmittag. Auf jeden Fall ist das Spiel unterteilt in verschiedene Wochentage. Diese unterteilen sich weiter dann in verschiedene ich kann mal eben nachgucken. Ah, genau. Wir kommen Montagmorgen an. Und wie man hier sieht, ich gehe jetzt nicht auf den Text näher an, das wäre ja Spoiler unter Umständen. Gibt es halt Montagmittag, Nachmittag, Abend, später Abend, Nacht, Tagesabbruch. Also, die Tage sind halt immer in verschiedene Zeiten, Zeiteinteilungen unterteilt und
Jede dieser Zeiteinteilungen ist eigentlich so ein Abschnitt. In diesem kann man mehr oder weniger frei, nicht immer sind alle Bereiche zugänglich und vor allem, ja, jeden Tag ist eigentlich ein neues Kapitel und das heißt, mit jedem Kapitel kommen auch neue Bereiche. Aber prinzipiell kann man zu jeder Zeit dann jeden Bereich der Insel begehen und ja, sich dort verschiedene Sachen angucken. Verschiedene Samen einsacken und mitnehmen. Oder sich halt auch ja einfach in der Umgebung angucken. Das funktioniert mit dem Controller einfach ganz normal. Man läuft einfach rum und ab und zu, man darf auch nicht zu schnell rumlaufen. Huch. Ach ja, genau, hier ist ja ein storyrelevanter Bereich. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Wo war denn? Hier vorne war doch gerade irgendwas. Ich glaube, da beim Fahrrad, ne? Genau. Wenn man irgendwas hat, mit dem man dann interagieren kann, dann erscheint da ja entweder ein Auge zum Anschauen oder eine Sprechblase zum Quatschen. Genau. Das ist ein Fixie. Vielleicht hat da jemand vergessen, wie man bremst. Ja. Und ja, vor allem kann man halt auch zu den ganz verschiedenen Zeiten mit den Bewohnern der Insel dann halt reden oder halt auch nicht reden. Und so kann man selbst entscheiden, wie viel man über die Leute kennenlernen möchte. Bestimmt allerdings auch dadurch dann im hohen Maße die Spielzeit. Diese beläuft sich auf na, knapp 5 Stunden, wenn man jetzt wirklich... Also ich habe wieder, ich muss sagen, ich habe selber noch nicht ganz durch. aber ich habe bis jetzt noch auch nur Widersprüchliches gefunden. Also es wird irgendwas zwischen 5 und 10 Stunden anberaumt. Ist bei einem Preis von 17,99 vielleicht ein bisschen happig. Vor allem für so ein Spiel, das sich viel weniger wie ein richtiges Spiel anfühlt, sondern vielmehr eher wie ein interaktiver Film oder eine Serie halt, in der man eine Rolle übernimmt und so ein bisschen die Geschicke lenken kann. Also die Narrative steht hier auf jeden Fall im Vordergrund. Man sollte am besten sich einfach zurücklehnen und ja, den Geschichten der Bewohnern und die einzelnen Beziehungen untereinander, an denen sich erfreuen und einfach ja, Kai auf ihrer Reise beobachten. So. Um das Ganze dann doch noch ein bisschen mehr als nur simples von A nach B Dialoge und Sachen anschauen zu gestalten, gibt es, wie gesagt, ja, wir haben auch verschiedene Questgegenstände, aber unter anderem halt hier die Samen. Denn wie erwähnt, die ganze Flora und Fauna auf Mutationen ist eine sehr besondere. Also man kann von allen möglichen Pflanzen hier Samen einstecken und weiß am Anfang gar nicht warum. Kommt aber ziemlich schnell dazu. Wir sehen zum Beispiel hier jetzt als Beispiel der riesige Baumfarn. Die haben verschiedene Eigenschaften. Hier Boden, Sumpf, Akustikgitarre und friedlich. Also, die Pflanzen sind einmal in verschiedene... besondere Voraussetzungen, wo sie wachsen, zum Beispiel nur im Wasser oder im Sumpfboden oder hier nur im Boden oder im Sumpf oder hier speziell auf dem Höhlenboden eingeteilt, sowie in verschiedene Emotionen. Jenseitig schroff sehen wir hier und auch Musikinstrumente. Was es damit auf sich hat, das sehen wir gleich. Es gibt nämlich, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, habe ich auch im Teaser erwähnt, eine besondere Gartenmechanik, in der man ja schon fast zen-mäßig verschiedene Gärten auf der Insel herrichten muss und dort dann die richtigen Samen zusammen kombinieren muss, um ja eine Harmonie im besten Falle zu gestalten. So, wer sich ein bisschen mehr mit dem Pferd beschäftigen will, bekommt auch relativ früh diese Enzyklopädie, die der Großvater und noch ein anderer Inselbewohner zusammen entworfen haben. Und ich habe gedacht, ach ja, ich mag ja sowas, deswegen
habe ich mal angefangen zu lesen, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, es gibt wirklich unglaublich viele Blumen. Das ist nach Alphabet sortiert und ich mache es einfach echt mal einen Schnelldurchlauf, damit ihr mal seht, wie weit das geht. Also, es gibt wirklich einiges zu sammeln. Eine Karte gibt es auch. Also, wir sehen auch die Gebiete. Die Insel ist nicht allzu groß. Zentral ist dieser große Baum. Der hat in der Story auch eine besondere Bewandtnis, weil der wohl das komplette Ökosystem irgendwie auch befeuert. Und wenn es dem Baum schlecht geht, geht es gleichzeitig auch der Insel schlecht. So, das war jetzt ziemlich viel Theorie. Jetzt zeigen wir mal ein bisschen das Inselleben. Ich hoffe, ich triggere jetzt nicht irgendein großartiges Event, was mich dann in irgendeiner Weise aufhält. Aber wir schauen erstmal. Auch akustisch ist das Spiel wirklich auch eher ruhig und gelassen. Und ja. Den Stil, genau, den Grafikstil, den kann man auch mal speziell erwähnen, ist halt auch ein sehr minimalistischer. Aber irgendwie finde ich trotzdem, es passt alles zueinander. Es wirkt sehr schön, so ein bisschen wie aus Tonkarton alles zusammengeklöppelt. Aber ich finde, man erkennt, was sich hier darstellen soll. Und ja, ich finde den Stil für den Rest des Spiels ganz passend. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Bewohnerin der Insel, die gute wie heißt sie nochmal? Mia? Ich glaube Mia. Miu! Ah. Oh, hi. Ich trockne einfach in der Sonne. Das Fell braucht ewig. So, genau. Und ja, mit manchen Bewohnern kann man mehrmals hintereinander reden, mit ihr konnte ich jetzt nur einmal reden. Hätte ich jetzt aber ignorieren können, dann hätte ich diesen Satz nicht erfunden. Warum sie sich trocknet, erfahren. Warum sie sich trocknet, das ist auch wieder, gehört mit zur Story, das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Genau. Ja, bevor wir hingehen, gebe ich nochmal einen kurzen Überblick über die Insel. Huch. Hier unten in dieser Höhle wohnt eine ganz besondere Lebensform. Ja, ich rede nicht von diesen Würstchen. Die sind auf jeden Fall auch ein typischer Comic-Relief-Charakter. Also, mit denen kann ich auf jeden Fall empfehlen, jedes Gespräch zu führen, denn die lassen einen doch oft ganz schmunzeln. Und die nennen sich auch selber wirklich hier die Würstchen. Und haben auch alle, ja, irgendwelche Wurstnamen wie Salami, Pastrami und Wiener und so. So, hier sind wir im Heim von Jella. Und Jella ist halt, ja. Oh, Jella schläft gerade. Ist halt ein. Ja, irgendwas zwischen Pilz und Gelee-Wesen. Und, ein, ja, Wissenschaftler in vielerlei Dinge. Und hat eine besondere Art zu sprechen. Auch witziges Kerlchen. Und da hinten diese Ameisenbär oder was auch immer, ist halt das Haustier von jemandem. So, ja, stimmt, hier waren wir schon. Dann haben wir hier vorne die örtliche Bar. Von einem der wenigen Zugereisten. So. Hier sehen wir auch das Marktboot. Auf der Insel gibt es kein Geld. Die Bewohner tauschen halt alles vorher miteinander. Was so ein bisschen für diesen Kommunencharakter spricht. Ja, hier gibt es einen Hinterhof. Da kann man sich was angucken. Und es ist heiß. Es ist auch nicht immer unbedingt, dass man mit allen Bewohnern zu jeder Tageszeit reden kann. Aber wie gesagt, in der Regel lohnt es sich auf jeden Fall echt immer alle Locations einmal abzugehen, um ja sicher zu gehen, dass man nichts verpasst. Ja, hier ist der Leuchtturm und da ist auch schon das Ende von Mutazione.
Das andere Ende haben wir auch schon gesehen, da haben wir nämlich gestartet. Also wie man sieht, auch nicht allzu groß. Es geht auch hoch auf den Baum. Genau, das brauche ich aber jetzt gleich zeigen. Ja. Und heute ist irgendwie relativ wenig los. Das sieht man gar nicht so viele Bewohner. Jetzt haben wir da unten zwei, da vorne hatten wir einen. Naja. Umso mehr für euch zu entdecken. Hatte ich den Preis des Spiels schon genannt? Der beträgt nämlich 17,99 in allen gängigen Stores. Hatte ich gesagt, ne? Weil ich noch den. Finde ich ehrlich gesagt, muss ich es auch sagen, ein bisschen happig. So schön ich die Spiel finde. Ich hatte das Glück, dass ich das bei Epic abgestaubt habe, als es gratis rausgehauen wurde. Weiß ich nicht. Dafür wäre es natürlich schön, wenn ich es durchgespielt hätte. Habe ich leider beim Titel noch nicht, weil ich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr zu tun hatte. Ich glaube schon, dass ich mit dem Spiel eine gute Zeit haben werde, aber ja, 5 Stunden, 17,99. Short Hike hatte 5 Stunden Spielzeit und hat 7,99 gekostet. Muss man wissen. Ah, genau, sehr schön. Genau, dieses Symbol zeigt an, dass nach diesem Dialog die Zeit weiterläuft. Also man nach dem Dialog dann Sachen, die man jetzt noch machen kann, nicht mehr machen kann. Das heißt, wenn man so einen Typen frisst, dann sollte man sollte man sicher gehen, dass man vorher alles andere erledigt hat, bevor man fortschreiten will. Oder man gibt halt einen Tack drauf und geht einfach so weiter. So, hier oben habe ich den ersten Garten und ja, da gucken wir einfach mal rein. So, wir sehen hier Dachgarten, Samen pflanzen, Pflanzen hegen, Wachstumslieder lauschen. So, der Garten hat das Oberthema friedlich, diese Leiste, diese Orange ist am Anfang leer. Und hier sehen wir die verschiedenen Plätze, rot umrandet, wo man Pflanzen pflanzen kann. Wenn ich jetzt Pflanzen auswähle, dann wird weiß gehighlightet, wo man die pflanzen kann. Zum Beispiel die Brombeere könnte hier oben oder hier unten wachsen. Und hier oben ist aktuell kein Platz, das sieht man dann auch. Die könnte zwar hier im Baumsubstrat wachsen, da ist aber aktuell kein Platz, deswegen wird die hier halt nur hier unten. Das Gelbe hieß, da wird sie nicht zur vollen Reife wachsen, weil sie zu wenig Platz hat. Ja, und so müssen wir gucken, wo man die pflanzt. Pflanzen tue ich die jetzt nicht. Habe ich noch irgendwas? Wie gesagt, da dieser Garten halt das Oberthema friedlich hat, deswegen verzichte ich jetzt gerade drauf. Habe ich noch irgendwas? Klippenstrauch. Ach komm, wir pflanzen nochmal einen Klippenstrauch jetzt, um das noch ein bisschen zu zeigen. So, klicke die und hier. Nee, wo ging denn? Na gut, dann achten wir mal einfach auf diesen Klippenfarm. Genau. Die Klippenfahne haben Klippenstrauch Sinuswellen als Musikinstrument. So. Dann haben wir ja Pflanzen hegen. Das heißt, genau, damit kann man auch nochmal Pflanzen ernten, um von denen neue Samen zu erhalten. Oder man kann sie auch umpflanzen. Na gut, die passt leider nirgendwo anders hin. Oder wir pflücken dann, um Platz zu machen, um neu reinzubringen. Wachstumslieder. Bis jetzt habe ich nur das Friedlichlied. Wir achten jetzt mal oben auf den Klippenstrauch, den ich gepflanzt habe. Den kleinen da, direkt über Kai ungefähr. Und gucken mal, was passiert, wenn ich das Friedlichlied anstimme. Ja genau, da habe ich das friedliche Präludium. Da. Habt ihr gesehen? Rechts glaube ich auch noch was passiert. Genau, die Pflanzen sind gewachsen. Denn, wie gesagt, es gibt passende Lieder zu passende Stimmung der Pflanzen und damit kann man das Wachstum der Pflanzen anregen. Das funktioniert wohl hier extra, weil die Insel toll ist. Ja, unter Lauschen können wir einfach den Pflanzen mal zuhören. Dafür drehe ich nochmal kurz eben auf. Eine Sekunde.
Ansonsten ist dann auch schon eigentlich, würde ich sagen, genug zum Spiel gesagt. Und ja, ich kann nur sagen, wenn ihr Lust habt auf ein sehr atmosphärisches, sehr schön erzähltes kleines Spielchen, mit halt ja viel Entspannung, bei dem man sich einfach mal zurücklehnen kann und auch einfach nur mal die Pflanzen beim Wachsen zuschauen sehen kann. Ja, dann gönnt euch Mutatione. Ansonsten bedanke ich mich wieder wie immer fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal hier auf Holgers Gameblog. Und denkt auch daran, schaltet gerne auch rein, spätestens ins VOD oder spätestens nächsten Samstag um 18 Uhr wieder live auf Twitch, YouTube und Facebook zu Allesamt am seinen Faden, das Cross-Culture-Projekt von Kreativen für Kreative und alle anderen in Zeiten der Krise aus Krefeld. Und jetzt lauschen wir einfach mal dem Garten noch ein bisschen. Thank you.